Wahlkrämpfe! Komm! Guten Morgen, es ist kurz vor 7 und ich laufe gleich einen Marathon. Voraussichtlich. Puh. Mal sehen. Gleich geht's auf jeden Fall erstmal los mit der Bahn nach Köln und dann schauen wir mal, wie das Ganze da vor Ort aussieht. Und dann geht's, glaube ich, so richtig los mit der Aufregung. Hier vorm Deutzer Bahnhof, hier geht's gleich los, hier ist der Start. Das Wetter ist so mittelmäßig, es ist relativ frisch und es könnte regnen. Es fisselt die ganze Zeit ein bisschen. Ich weiß noch nicht genau, was ich anziehe. Mal sehen. Meine Mutter ist zum Glück dabei, die filmt mich heute, da bin ich sehr dankbar. Und falls alle Stricke reißen, finde ich sie auf der Strecke und sie reicht mir noch die Regenjacke. Ich werde mich bei 3:30 einordnen, versuchen das mitzulaufen. Ich kann nicht richtig erwarten, wie es läuft, denn ich war lange nicht laufen. Ich war dieses Jahr, glaube ich, keinmal mehr als 15 Kilometer laufen. Das heißt, ich bin nicht optimal vorbereitet. Ich werde einfach mal schauen. Vielleicht schaffe ich es unter 4 Stunden. Das wäre auf jeden Fall der Anspruch. 3:30 da ordne ich mich ein. Das wäre, wie gesagt, optimal. Ansonsten einfach genießen, schöne Zeit haben. Und jetzt mache ich mich erstmal warm. Letzte Woche ist Eliud Kipchoge in Berlin einen neuen Weltrekord gelaufen. Und da konnte ich mich natürlich nicht lumpen lassen, habe mich hier in Köln noch angemeldet, damit der Weltrekord halt nicht länger als eine Woche steht. Ne? Hey, ich laufe einfach gleich einen Marathon, ich kann es gar nicht glauben. Ne? Das ist so verrückt. Apropos verrückt, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tibor macht verrückte Dinge. Wie ihr seht, habe ich mich zum Köln-Marathon angemeldet und wollte den ohne Vorbereitung bestreiten. Und das habe ich jetzt schon einige Male in meinen anderen Videos gesagt, dass ich mich nicht vorbereitet habe und irgendwas ohne Training tue. Ich wollte euch jetzt aber mal mitnehmen und wirklich zeigen, was das bedeutet, dass ich mich nicht vorbereitet habe. Deswegen schnappe ich mir mal meine App, wo alle meine Läufe drinstehen, und dann schauen wir mal, was ich bisher so trainiert habe. Und wenn ich hier in meine App gucke, dann sehe ich, dass ich dieses Jahr nur knapp 260 Kilometer gelaufen bin. Letztes Jahr, als ich mich erfolglos auf den Marathon vorbereitet habe, da bin ich, glaube ich, 260 Kilometer in 6 Wochen ungefähr gelaufen. Und ich bin das letzte Mal gelaufen vor 3,5 Wochen im Training. Also ich glaube, man kann jetzt schon davon sprechen, dass ich ohne wirkliche Vorbereitung an die Startlinie für den Marathon gegangen bin. Ich wusste also absolut gar nicht, was mich erwarten wird auf dieser Marathondistanz, vor allem was dann ab 30 Kilometern passieren wird, denn das sind ja dann die entscheidenden letzten gut 10 Kilometer, wo alles passieren kann. Ich habe mich beim Start dann bei den Pacern für Zielzeit 3 Stunden 30 eingeordnet, das ist eine Pace von 4,59 ungefähr. Denn ich wusste, dass ich die Halbmarathondistanz locker in dem Tempo mitlaufen kann. Und mein Plan war es, dann ein Zwischenfazit zu ziehen, wie es läuft bis dahin, und dann voraussichtlich das Tempo etwas rauszunehmen. Ist nicht der optimale Plan, so wird man es nicht optimal machen. Aber wie gesagt, ich habe keine Erfahrung gehabt, konnte mich gar nicht körperlich einschätzen und habe mich dann so eingeordnet. Für die, die es nicht wissen, die Pacer sind einfach Leute, die freundlicherweise mitlaufen und so eine Fahne an sich haben mit der Zielzeit, die sie laufen. Das bedeutet, die laufen konstant über die Marathondistanz ein Tempo, um dann genau bei dieser Zielzeit zu landen. Und genau das habe ich dann auch gemacht und mich zum Start bei den Pacern für 3 Stunden 30 eingeordnet. Einziges los, hier mal in die Startgruppe. Ich freue mich. Ich hoffe, wir sehen uns gleich fröhlich auf der Strecke und dann glücklich ins Ziel. Yeah.
ging das große Abenteuer los. Ich hatte wirklich Gänsehaut und habe mich gefreut auf all das Ungewisse, was da jetzt auf mich zukommen würde. Die ersten Kilometer sind auch wie im Fluge vergangen. Ich bin da mit der großen Gruppe von 3 Stunden 30 mitgelaufen und einer der Läufer da hatte eine Musikbox hinten in seinem Rucksack dabei. Und so hat das wirklich richtig Laune gemacht, da mitzulaufen. Und diese ersten 10, 15 Kilometer sind auch wirklich wie im Fluge vergangen und alles lief dann noch ziemlich, ziemlich gut. Zehn Kilometer sind geschafft. Es läuft auch gut. Ja, ich habe ein bisschen Seitenstechen, weil ich sehr viel gegessen habe gestern. Gleich nehme ich mal das erste Gel. Und hoffe, dass es schön so weiterläuft. Das Wetter spielt auch noch mit. Doch sieht's gut aus. So, Kilometer 14. Und jetzt nehme ich mal das erste Gel. Hoffe, dass mich das noch ein bisschen pusht. Sehr gut. Jetzt fühle ich mich direkt wieder besser. Kurz vor Kilometer 17 habe ich dann Tobi kennengelernt, der auch in der 3 Stunden 30 Gruppe mit dabei war. Und mit dem bin ich dann etwas zusammengelaufen und wir haben uns zurückfallen lassen, weil die Pacer so ein bisschen unrhythmisch gelaufen sind. Die sind mal einen Kilometer in 4,55 gelaufen, mal einen in 4,45, mal einen in 5,15. Und so haben wir uns ein bisschen zurückfallen lassen und sind dann zusammengelaufen. Und das war echt gut, denn mit Tobi hatte ich jemanden, mit dem ich ein bisschen quatschen konnte und jemanden, der auch schon ein bisschen Marathonerfahrung hatte. Guten Tag! Läuft doch gut! Ein bisschen merke ich, dass ich was getan habe. Ja, ungefähr bei der Halbmarathon-Distanz musste Tobi dann etwas langsamer laufen, weil er Magenprobleme bekommen hat. Das sollte aber nicht das letzte Mal sein, dass ich Tobi auf dieser Marathon-Distanz über den Weg laufen werde. So, der Halbmarathon ist geschafft. Von der Luft geht es noch gut, aber die Gelenke tun mittlerweile weh. Magen ist auch wieder besser, aber es wird hart. Ich weiß, es wird hart. Aber hier geht es jetzt nochmal gut ab. Es wird auf jeden Fall ein harter Tag. Ich wollte die 3:30 bis zum Halbmarathon laufen und dann eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Ich werde das Tempo ein bisschen rausnehmen. Jetzt einfach mal schauen, wie es so geht. Ein bisschen mit der Menge mitlaufen. Mal sehen, wie es bei 30 Kilometern aussieht oder so. So habe ich das dann auch gemacht und bin dann die Kilometer bis Kilometer 28 in einem Schnitt von ungefähr 5:10 bis 5:30 gelaufen. Habe mir auch immer mehr Zeit an den Verpflegungsstationen gelassen. Apropos Verpflegung, ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich mit einem stabilen Magen gesegnet bin, denn ich habe mir da an den Verpflegungsstationen ohne richtiges Ernährungskonzept einfach immer alles reingehauen und ganz viel getrunken, ganz viele verschiedene Gels genommen, was man eigentlich alles so nicht machen sollte. Aber das hat gut funktioniert und da bin ich wirklich sehr froh, dass ich so einen stabilen Magen habe. So, Kilometer 26, so viel. Bin ich einmal gelaufen letztes Jahr in meiner Marathonvorbereitung, seitdem nicht mehr. Also ab jetzt ist alles komplettes Neuland. Und ich weiß, die 26 bin ich damals mit einer 6er Pace gelaufen. Bisher liege ich noch ganz gut in der Zeit für unter 3:30. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen drüber. Ich laufe die Kilometer gerade immer ein bisschen über 5, aber passt soweit alles. Kilometer 30, jetzt wird's hart. Wir sehen uns später hoffentlich. So, Kilometer 32 oder so. Es ist super hart. Beine sind komplett am Arsch. Ich nehme jetzt immer sehr viel Zeit bei den Verpflegungsstationen. Hab gerade ein bisschen Cola getrunken. Komplett vergessen, wie geil Cola ist. Ich habe Cola seit einigen Jahren nicht getrunken. Richtig geil. Ja, mal sehen, ich bin super langsam. Ich glaube, so eine 6er Pace jetzt. Jetzt wird's Kopfsache. Irgendwie bring ich's zu Ende, das Ding. Boah.
Ja, und da ab Kilometer 32, 33, als es nochmal raus aus der Stadt Richtung Norden, Richtung Nippes ging, da ging es dann los. Ich wurde erst einfach wesentlich langsamer und bin halt ja einfach gemächlich gelaufen, aber dann kam der erste Krampf, der mich wirklich zum Stehenbleiben gezwungen hat. Und in diesem Moment im Marathon habe ich dann Martin getroffen. Erst bin ich noch an Martin vorbeigelaufen, denn der ist stehen geblieben, weil er einen Krampf hatte. Da habe ich ihn noch so ein bisschen motiviert. Und nicht wenige Meter danach musste ich wegen eines Krampfs stehen bleiben. Und dann ist er an mir vorbeigelaufen und hat mich wiederum motiviert. Und so haben wir uns zusammengetan, sind erst ein Stück zusammengegangen und haben dann irgendwann versucht, langsam wieder anzufangen zu joggen. Und ich glaube, seine Freundin stand dann an der Seite und hat ihm ein paar Sachen gereicht. Und das war super nett. Er hat mir kommentarlos einfach direkt immer die Hälfte abgegeben, hat Traubenzucker bekommen, direkt an mich weitergereicht. Das war super nett und hat ohne Kommunikation großartig funktioniert. Es war super cool, diese Allianz. Leider habe ich von diesem Part der Strecke keine Aufnahmen, weil meine Mutter zum einen nicht bis da oben gefahren ist und ich auch wirklich keine Kraft mehr hatte, mich mit der GoPro zu filmen. Witzigerweise sind wir dann auch wieder auf Tobi getroffen, den ich ja vorher im Rennen schon ein paar Mal gesehen habe. Und der hatte dann auch mit Krämpfen zu kämpfen und so waren wir dann zu dritt unterwegs, alle drei mit Krämpfen und haben uns zu dritt motiviert, sind ganz langsam gelaufen. Martin konnte dann allerdings irgendwann wieder schneller laufen und so bin ich die nächsten Kilometer, ich glaube Kilometer 37 bis 40 ungefähr mit Tobi zusammengelaufen. Ganz langsam, gemächlich, denn mit dem Krampf, das ist wirklich so, ja, irgendwie so ein 50-50. Man versucht ein bisschen zu laufen, hat aber auch die ganze Zeit Angst, dass wieder der nächste Krampf kommt und dann läuft man wie so auf Eierschalen. Das habe ich allerdings dann mit Tobi ein bisschen durchgestanden zusammen bis Kilometer 40. Irgendwann musste ich dann allerdings eine Gehpause einlegen und Tobi nicht. Er ist dann weggelaufen und ich habe nochmal richtige Krämpfe bekommen, war wirklich kurz davor, einfach nicht mehr weiterlaufen zu können. Habe Krämpfe in den Waden bekommen, in den Oberschenkel und sogar in den Armen. Es war also wirklich ein einziger Krampf. Zu dem Zeitpunkt musste ich wirklich alle 100 Meter stehen bleiben, weil ich einfach wieder einen Krampf hatte, irgendwas nicht gepasst hat, ich mich wieder dehnen musste. Und da bin ich auch wirklich weit über eine 6er Pace gelaufen. Dann hatte ich aber den Dom im Blick, wusste, da ist das Ziel und habe nochmal wirklich all meine Kraft zusammengenommen und bin irgendwie ins Ziel gerumpelt. Ja, und im Ziel habe ich mich dann erstmal ordentlich gestärkt, habe viel getrunken, viel gegessen und auf einmal stand dann da im Zielbereich auch wieder meine Mutter neben mir und in meiner Erinnerung ist es so, dass ich sie gesehen habe und mich total euphorisch gefreut habe und sie begrüßt habe und happy war, dass ich meinen Marathon jetzt geschafft habe und so weiter. Dann habe ich im Nachhinein aber die Videoaufnahme gesehen, die ihr jetzt gleich auch seht und da habe ich einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. So habe ich das persönlich für mich nicht in Erinnerung gehabt. Ach ne. Was machst du denn hier? Unglaublich. Ich kann es nicht fassen. Noch unter 4. Mit Krämpfen. Eieiei. So, das war also mein erster Marathon. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und auch mit dem Erlebnis. Trotz der Qualen am Ende hat es wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Die Stimmung war wirklich super und ich möchte mich bei all den netten Leuten bedanken, die da an der Strecke stehen und anfeuern. Und auch an den ganzen netten Helfer und Helferinnen, die ja einfach sich da so einen Sonntag lang hinstellen und den Leuten Wasser reichen. Ich möchte mich auch ganz besonders bei den Leuten bedanken, die mich erkannt haben und mich dann nochmal extra laut angefeuert haben. Und an der Stelle will ich auch wirklich mal empfehlen, diese Läufe ohne Kopfhörer zu machen. Man sieht so viele Leute, die da mit Kopfhörern unterwegs sind und gar nicht mitbekommen, wie cool die Stimmung ist, wie die Leute sie anfeuern und ich meine, da sind ja auch Leute, die einen nicht kennen, aber trotzdem mit Namen anfeuern, weil der auf der Startnummer steht und das bekommt man da alles nicht mit und das ist eigentlich total schade, weil das super motivierend ist. Also wenn ihr mal bei so einem Lauf dabei seid, dann lauft bitte, bitte ohne Kopfhörer und genießt einfach diese tolle Stimmung. Nach dem Lauf und auch am Folgetag war ich wirklich zu wenig zu gebrauchen und konnte wirklich kaum laufen. Super. Da habe ich mich sehr über meine Massagegun von Auto Mechanik gefreut, die mir sehr gute Dienste erwiesen hat und mich ziemlich schnell wieder fit gemacht hat. Dann nach 2 Tagen ging es auch schon wieder ziemlich gut. Falls ihr an der Massagegun interessiert seid, die habe ich im Video über Regeneration auch schon mal erwähnt und ihr findet einen Link in der Videobeschreibung, wo ihr auch noch ein paar Euros sparen könnt über meinen Link. Ich möchte mich auch nochmal bei meiner Mutter bedanken, die wirklich durch ganz Köln gerast ist mit dem Fahrrad, um mich an den verschiedenen Punkten zu filmen, damit hieraus ein cooles Video entsteht, was euch hoffentlich gefallen hat. Falls es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne mal einen Daumen hoch für meine Mutter.
So, und das war es jetzt wirklich mit den Wettkämpfen für dieses Jahr. Der Marathon war das große Finale dieses Sommers, in dem ich sehr viel gemacht habe. Meinen ersten Triathlon, dann noch weitere Triathlon, ganz viel 5-Kilometer-Läufe und eben auch den Marathon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ab nächster Woche startet hier ein neues Kapitel auf diesem Kanal. Das werden wirklich coole Videos. Ich habe super viele Ideen, super viele Videos schon. Und ich freue mich darauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder mit einem ganz neuen Start und einem richtig coolen Video. Erfolgreicher Sommer, würde ich sagen. So werdet ihr mich in der Stadt erkennen.